Dann werde ich gerade mal gucken. Dass ich da ein bisschen Platz mache. Sweet Brain. Silk Touch habe ich irgendwo gemacht. Ich weiß noch nicht mehr, wo das hin ist. Mach die mal hier rein. Das will ich, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Im Grunde brauchen wir noch Clean Stone Zeugs. Hä? Hier sind noch mehr Schweine? Wo kommen die denn her? Sind die abgehauen? Oder sind die neu? Hey, bleib mal hier. Hallo, bleib mal hier. Aber gerade so noch erwischt, ey. Cleanstone für Slabs. Nee, essen. Gut, Gisel haben wir auch am Start. Dann können wir loslegen. Ich würde nämlich da hinten jetzt gern gerade mal die Mauer reinziehen. Dass man mal so sieht, wie das Ganze werden soll. Muss ich nur irgendwie hier so eine Kante festlegen. So, hier würde ich sagen. Wie immer bei mir, es darf unter einem Steinblock kein Erdblock sein. Das sieht für mich einfach zu unrealistisch aus. So, so sieht es schon okay aus. Wird jetzt natürlich erstmal ziemlich statisch und nicht so schön. Aber das kriegt man noch gebacken. Vielleicht mache ich hier auch noch ein Tor rein. Dann könnte man ganz einfach mal das hier tun. Dann haben wir nämlich schon eine Mauer, die ist 2 breit und nicht mehr 1. Okay, das passt. Dann kommt natürlich noch ein Überhang. Hier oben sogar ein Häuschen drüber, so ein kleines. Hm.
Ja, wobei, warte mal, den lasse ich mal kurz offen. Schaufel. Sieht jetzt natürlich auf den ersten Blick wieder viel zu klotzig aus. Aber das wird noch. Achso, warte mal. So. Es gibt nämlich so eine. Hier brauchen wir zwei Diamanten. Müssen wir noch haben. Was habe ich da? 2, 4, 5 habe ich zwischendrin Platz. 2, 4, 5. Das ist falsch rum. Sogar eins zu hoch wieder. Ey. Zwei, vier, fünf. Das sind so die Stützpfeiler der Mauer. Ich meine, das ist halt, denke ich, locker easy zu erkennen. 2, 4, 5. So. Sehr gut. Sieht schon mal zumindest nach einer Mauer aus. Natürlich designtechnisch noch nicht das, was ich will. Aber das kommt noch. Habe ich, glaube ich, gleich keine Stairs mehr. Ist immer so. Kurz vor knapp ist alles vorbei. Den Baum hier mache ich irgendwann mal weg. Und du, lieber Kuh. Du, lebendig, du nützt mir auf jeden Fall. So, One Crafting Table.
Warte, erst soll ich ein paar Stufen machen, sonst bringt das Ganze nichts. Gut. War gar nicht mal so schlecht, dass es jetzt 5 sind. Nee, warte, ich hatte ja überlegt, ob ich das mit den Walls mache. Nee, ich mach's mit den Steinen. Das war mein ursprünglicher Gedanke, das machen wir auch. Ja, da müssen wir natürlich auch noch einen Weg nach unten bauen dann. Da ist ja unser Höhleneingang sozusagen. So, und dann kommen hier die Zinnen drauf. Das weiß ich gerade nur nicht mehr. Bei 77 machen wir 78. Also hier 78, dann sind 2, dann sind 2, 3, nochmal 2. Ja. Hoffen wir, dass es stimmt. Nee, der ist 1 zu weit. Okay. Okidoki. Hier wird man einen Aufgang machen. Ach nee, Creeper und Skelett, ey. Komm ich in die Nische rein. 2, 4, 5. Ups. Oh, ich muss aufpassen. Da hinten können sie ja theoretisch hochgehen, ne? So. Nee, nicht so. Gut, fürs Dach haben wir immer noch nichts, dafür brauchen wir Zeug aus dem Nether. Aber soweit bin ich jetzt zufrieden. Und daher soll es das jetzt auch erstmal gewesen sein für heute.
Wie gesagt, es kann sein, dass ich in den nächsten Tagen erstmal keine Minecraft-Folgen rausbringe. Bleibt trotzdem aktiv und schaut meine anderen Let's Plays. Ich verpiss mich hier mal schnell. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like, Abo oder Kommentar freuen. Haut rein, macht's gut, bis dahin, ciao. Oh, oh. Ich bleib mal kurz noch drauf. Da ist nämlich schon wieder so ein komisches GGG-Scheißteil. Der schießt wieder irgendwas durch die Gegend. Nicht, dass ihr hier noch einen Tod verpasst. Ha. Ja, zack, da ist er. Zack, da ist er. So, an dieser Stelle macht's gut, haut rein. Ciao.